Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Basis Community Video. Wie jeden Montag stelle ich euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vor, zeige euch Kreationen aus der Community und beantworte am Ende eure Fragen. Wie auch die Fragen, ob die Sequels nicht besser als Serie funktioniert hätten, wie das Holonet aufgebaut war und ob es ein Lichtschwert gab, das Lichtschwert, Lichtlanze und Lichtpeitsche miteinander verband. Fangen wir aber erstmal mit den News an. Da ist in der letzten Woche einiges passiert. Was Neuerscheinungen angeht, ist in der letzten Woche das Videospiel Star Wars Republic Commando von 2005 neu für die Nintendo Switch und die PlayStation erschienen. Das ist dabei allerdings nur ein Port auf die neueren Konsolen, der das Spiel zwar ein wenig aufhübscht, das Rad hier aber nicht neu erfindet. Bleiben wir mal kurz bei Videospielen, dann ist natürlich LEGO Star Wars Die Skywalker Saga auf unbestimmte Zeit verschoben worden, mit dem Versprechen, uns so bald wie möglich einen neuen Rahmen für die Veröffentlichung zu geben. Gleichzeitig wurden kurz vor dieser Verschiebung zwei neue Uploads in der LEGO Star Wars Die Skywalker Saga Playlist des Warner Brothers YouTube-Kanal gesichtet. Mittlerweile sind die auch nicht mehr da. Das deutet aber darauf hin, dass es schon Trailer in der Pipeline gab oder auch gibt für das Spiel, die entweder bald dann noch rauskommen werden, um uns etwas zu versöhnen, oder die jetzt auch erstmal verschoben wurden und irgendwann in Zukunft dann irgendwann kommen werden. Was The Bad Batch angeht, hat der Komponist der Serie in der letzten Woche in einem Podcast bestätigt, dass er gerade damit fertig geworden ist, die Musik der 14. Folge zu komponieren. Daraus können wir schließen, dass die Serie mindestens 14 Folgen lang sein wird. Was sonst Serien angeht, gab es einige Leaks noch zum Book of Boba Fett Cast, die besagen, dass sowohl Din Djarin wie auch Greef Karga, Mix Mayfeld und Cobb Vanth aus The Mandalorian auch in Book of Boba Fett auftauchen sollen. Und am Wochenende, am Freitag, gab es noch das Hasbro Fanfest, bei dem auch eine Menge an neuen Star Wars Actionfiguren vorgestellt wurden. Da mache ich jetzt einmal ganz kurz Werbung, denn all diese Sachen und mehr Star Wars Merch könnt ihr jetzt schon bei Zavvi vorbestellen bzw. auch kaufen. Zavvi ist ein riesiger Merch-Shop, bei dem es auch eine Menge an Star Wars Sachen gibt, den ich euch nur empfehlen kann. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Zavvi und wenn ihr über den was einkauft, erhalte ich auch eine kleine Provision, mit der ihr mich riesig unterstützen könnt. Damit aber Werbung Ende und das waren auch schon die großen News der letzten Woche. Wenn ihr aber auch was über die kleineren News erfahren wollt und bei Star Wars immer auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut mal bei meinem anderen Kanal Holonews vorbei. Da bringe ich euch mehrmals die Woche, manches Mal sogar täglich, neue Star Wars News. Kommen wir damit aber zu den Kreationen, die ihr in der letzten Woche hochgeladen habt. Folgern hat einige Fahrzeuge und Sternjäger gezeichnet, darunter verschiedene TIE-Jäger, einen X-Wing und einen Landgleiter. Und von TinyTF stammt diese Zeichnung Omegas. Timo hat einen T-47 Snowspeeder mit dem 3D-Drucker gedruckt, sowie aber auch Lukes Lichtschwert. Simon hat in Arma 3 eine Konferenz auf einer Brücke eingefangen und von Simon stammt ebenfalls dieses Bild genannt Ambush. Easy Peace hat in Minecraft einen Venator gebaut und von Elfie stammt dieser eigene Sternzerstörer. Silver Music hat in Photoshop dieses Bild hier erstellt, genannt Force Looks Like Smoke. Und von Team Administrator kommt dieses Bild des Sith-Kodexes. Lord Ultra hat eigene Sith-Lego-Minifiguren gebaut und von Commander Doom kommen diese Klon-Minifiguren der 66. Legion. Und last but not least stammt von H13KE noch dieser LEGO Dreadnought-Kreuzer hier. Das waren aber auch schon all eure Kreationen, die ihr in der letzten Woche auf meiner Seite sw-basis.de hochgeladen habt. Wenn ihr euch die Kreationen nochmal genauer anschauen oder auch eure eigenen Kreationen hochladen wollt, könnt ihr das dort im Community-Tab tun. Damit kommen wir jetzt zur Beantwortung eurer Fragen und ihr wisst ja, die Hälfte der Fragen stammt von Mitgliedern, wenn diese genug Fragen gestellt haben. Fangen wir damit direkt mit der namensgebenden Frage an. Nico schreibt, erstmal prima Video. Dankeschön. Und jetzt die Frage. Es gab ja Dualphasenlichtschwerter, Standardlichtschwerter und Lichtstock. Gab es sowas mit drei Modi, also Standardlichtschwert, Lichtstock und Lichtpeitsche, beziehungsweise Shotu? Beziehungsweise war das möglich? Eine sehr, sehr interessante Frage. Und da muss ich differenziert antworten. Um erstmal die Namen zu klären. Normales Lichtschwert ist, denke ich, jedem von euch bekannt. Lichtstock war ein Lichtschwert mit einer besonders starken und langen Klinge. Lichtpeitsche war ein Lichtschwert, was im Prinzip kein Schwert mehr war, sondern wie der Name schon sagt, eine Peitsche. Und das sah wirklich wie eine normale Peitsche aus, nur halt mit diesem normalen Lichteffekt, was wir auch bei Lichtschwertern kennen. Und Shotu ist ein sehr, sehr kurzes Lichtschwert, meist auch mit einem kürzeren Griff. Dualphasen-Lichtschwerter, so ein Lichtschwert hat zum Beispiel auch Darth Vader gehabt, das waren Lichtschwerter, die meist mehrere Kristalle verbaut hatten
und somit konnten die Lichtschwerter dann mit einem Klick auf den Knopf verschiedene Längen einnehmen. Direkt mitten im Kampf konnte es dann kürzer oder länger werden, je nachdem, was für Einstellungen das hatte. Und jetzt ist die Frage halt, kann da vielleicht noch eine dritte Funktion mit reinkommen, die der Lichtpeitsche? In Legends muss man da sagen, nein, das ging nicht. In Legends ist da die Quellenlage auch ein bisschen schwierig. Manche Quellen geben einfach an, dass die Lichtpeitsche genauso funktioniert wie ein Lichtschwert und dann nur eben nicht so in Form gehalten wird wie ein Lichtschwert, sondern sich etwas freier bewegen kann. Und andere Quellen geben an, dass quasi eine Art Kette auch wirklich aus diesem Lichtschwertgriff rauskommt und dass über diese Kette dann eben diese Lichtschwertklinge läuft und das damit dann halt eben funktioniert. Wenn in Legends die Lichtpeitschen also diese Kette da haben, die das Licht folgt, dann kann man es natürlich nicht einfach so mit einem normalen Lichtschwert machen. Aber das Interessante ist, hier haben wir mal mehr Informationen im Kanon als in Legends. Denn im Kanon wird uns in einem recht neuen Werk in The High Republic A Test of Courage erklärt, dass es definitiv Lichtschwerter gab, die zwei Funktionen hatten. Zum einen normales Lichtschwert, zum anderen Lichtpeitsche. Im Kanon gibt es also Dualphasen-Lichtschwerter, die zwischen normalem Lichtschwert und einer Lichtpeitsche hin und her wechseln können. Ich habe jetzt noch nichts von einem Lichtschwert gelesen, was alles drei hat oder vier oder fünf Einstellungen, heißt also normales Lichtschwert, dann langes Lichtschwert, Lichtstock, Shotu und dann eben Lichtpeitsche. Das macht es aber durchaus möglich, dass das vielleicht irgendwann mal irgendwo vorkommen könnte. Also im Kanon muss man da eingeschränkt ja sagen, in Legends eingeschränkt nein. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Captain Murphy schreibt, hey Star Wars Basis, mich würde interessieren, wie AT-ATs und andere Kampfläufer des Imperiums auf Planeten bzw. Schlachtfelder gebracht wurden. Bei der Republik gab es ja für AT-TEs spezielle LAATs. Viele Grüße und mache weiter so. Auch beim Imperium gab es da Landungsschiffe für. Im Kanon kennen wir da natürlich die Gusanti-Kreuzer, die konnten AT-STs, AT-DPs und AT-ATs an der Unterseite transportieren, sowie eben auch TIE-Jäger. Es gab aber auch die sogenannten Titanen-Landungsschiffe, ich glaube Y-85 heißen die, und in denen wurden dann halt eben AT-ATs oder andere Kampfläufer verstaut. Die gibt's auch in Legends, die gibt's da schon sehr, sehr lange. In Star Wars Force Commander konnte man mit denen immer Einheiten runterholen. Und die sind relativ groß und deswegen passen in die auch AT-ATs rein. Also das Imperium hatte auch spezielle Landungsschiffe dafür. Mortem schreibt, hältst du es für möglich, dass wir Abeloth in den Kanon eingepflegt bzw. in einer Serie, einem Film zu sehen bekommen? Und wenn ja, wie würdest du das finden? Schwierig. Für alle, die Abeloth nicht kennen, das bräuchte eigentlich ein ganzes Video. Ich bin da auch nicht so mega bewandert drin, da ich diese Bücher, in der Abeloth vorkommt, nicht wirklich gelesen habe. Das muss ich definitiv noch nachholen. Ich kenne aber die ungefähre Story von Abeloth. Abeloths Leben begann über 100.000 Jahre vor den Filmen als jemanden, der bekannt wurde als die Mutter, neben dem Vater, dem Sohn und die Tochter, die wir auch aus The Clone Wars kennen. Und Abeloth hat da einige ziemlich schlimme Dinge gemacht, weswegen sie quasi unsterblich wurde und dann schließlich vom Sohn und der Tochter verbannt und eingesperrt wurde. In Legends war es dann so, dass als der Sohn, der Älteste von Leia und Han, zur dunklen Seite fiel, er aus Versehen Abeloth auch befreite und dadurch dann Abeloth auf die ganze Galaxis losgelassen wurde und ziemlich viele Leute zusammenarbeiten mussten, um Abeloth dann schließlich zu besiegen, da sie quasi den Status einer Göttin hat in Legends. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wäre es, Abeloth in den Kanon eingepflegt zu bekommen? So wie ich die Geschichte mit Abeloth verstanden habe, auch wenn ich es jetzt nicht selber gelesen habe, ist es halt immer noch so ein bisschen wie bei dem Yuuzhan-Vong-Krieg. Da kommt sehr viel aus sehr vielen verschiedenen Legends-Romanen zusammen, die dann zusammen oder auch gegeneinander arbeiten. Und das haben wir im Kanon bisher noch nicht. Und ich finde, für solche Geschichten ist es halt immer wichtig, dass man ein Set an Charakteren und an bisherigem Wissen über das Universum hat und an Storylines, die da zusammenlaufen können, die wir bisher noch nicht haben. Die Geschichte um Abeloth an sich herum fände ich geil, aber wer soll sie dann besiegen? Soll es Grogu mit Rey zusammen machen und dem Machtgeist von Luke? Da bin ich mir nicht so sicher. Da bräuchten wir noch viel, viel mehr Storylines in Filmen und Serien, die dann irgendwann zusammenkommen könnten, um Abeloth zu besiegen. Also momentan fände ich es nicht wirklich gut. In 10, 15 Jahren, wenn wir mehr Stories, wie gesagt, in Serien und Filmen, vielleicht auch in Videospielen, die dazukommen und in Romanen noch bekommen, die alle auf einen Punkt hinzulaufen könnten, könnte ich mir das gut vorstellen. Schreibt aber auch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr dazu stehen würdet. Iva schreibt, findest du, dass Episode 7 bis 9 nicht viel besser als Serie funktioniert hätte? Beispielsweise eine Serie über den Widerstand, eine über den Aufstieg der Ersten Ordnung und dann eine Crossover-Serie, die über den Konflikt der beiden erzählt.
Eine sehr gute Frage, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich denke mal, diese ganze Geschichte hätte auch in 3 Filmen gut erzählt werden können. Natürlich nicht vollkommen. Da wäre es natürlich dann schön gewesen, noch weitere Bücher und Comics und so dazu zu bekommen, die auch wirklich in die Filme mit reinpassen. Es hätte dann nicht unbedingt eine Serie für gebraucht. Ich denke mal, Serien wären nicht schlecht gewesen, aber um den Hype auf Star Wars wieder loszubekommen, brauchte man natürlich Filme. Ich denke nur, dass die Filme wesentlich besser hätten gemacht werden können. Oder man hätte langsam mit einer Serie starten können, jetzt wie eben The Mandalorian, die dann weiterführt und uns langsam auf die erste Ordnung vorbereitet, um dann Episode 7 zu starten. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber naja, damals war das mit Disney Plus auch noch nicht so wirklich abzusehen und da war Star Wars zwar riesig, aber vielleicht noch nicht ganz so riesig, wie es jetzt ist. Ich bin da relativ zwiegespalten. Schreibt da auch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Newt Scamander schreibt, glaubst du, dass es in den unbekannten Regionen einen bisher unbekannten Orden machtsensitiver Individuen, ähnlich der Jedi und Sith, gibt? Viele Grüße und bleib gesund. Eine sehr interessante Frage und ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Was wir auf jeden Fall bisher in den unbekannten Regionen wissen im Kanon, ist, dass es da natürlich die Chiss und die Chiss-Aszendenz gibt. Und da gibt es vor allem junge Mädchen, die machtsensitiv sein können und die von den Chiss als mehr oder minder geheime Navigatoren für den Hyperraum eingesetzt werden. Wir wissen aber auch, dass die Mädchen, je älter sie werden, auch diese Fähigkeit, sich mit der Macht zu verbinden, verlieren. Aber das zeigt uns auf jeden Fall, dass es auch in den unbekannten Regionen Spezies gibt, die machtsensitiv sein können. Also möglich halte ich es auf jeden Fall. Ob das jetzt irgendwann wirklich kommen wird, das kann ich dir nicht sagen. Loris YouTube schreibt, danke für die vielen Infos. Bitte gerne. Frage an dich persönlich. Wieso und was gefällt dir nicht an den Filmen Episode 7 bis 9? Das kann ich hier nicht alles in diesem Video so sagen. Das ist dafür viel zu viel. Um es mal kurz zu machen, mir gefällt zum einen nicht, beziehungsweise was mir am Anfang nicht gefallen hat, dass es kanonisch ist und dass alles aus Legends, was ich geliebt habe, rausgeschmissen wurde. Das waren gut 20, 25 Jahre an Büchern, Comics, Videospielen und so weiter, die damit... Damals sah es zumindest so aus, in den Abfluss gehen würden und da war ich sehr, sehr traurig drüber, weswegen ich schon nicht positiv an Episode 7 rangegangen bin. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich den Film überhaupt irgendwann mal gesehen habe. Dann ist es natürlich so, dass der Film so überhaupt nicht auf die anderen Filme eingeht. Episode 4 bis 6 sind noch ein bisschen vertreten, aber alles, was in den Prequels passiert ist, ist in den Filmen vollkommen egal. Wir sehen ja nicht mal irgendwie Coruscant, obwohl wir wissen, dass Coruscant einer der wichtigsten Planeten in der Galaxis ist. Und wenn dann da so eine Geschichte erzählt wird, müsste wenigstens irgendwas, wenigstens ein Satz irgendwo sein, wie es um Coruscant bestellt ist. Warum sehen wir da Coruscant nicht? Das ist doch lächerlich. Dann sehen wir kaum Aliens, die wir bisher kennen. Klar, neue Sachen sind gut, aber generell gibt es in den Filmen kaum Aliens. Die Aliens, die neu sind, bis auf Abednego, die finde ich ganz cool, aber die Aliens, die neu sind, sehen meistens nicht nach Star Wars Aliens aus. Und ansonsten haben wir da einen Sulistana rumsitzen, einen Wookie, mal den ein oder anderen Mon Calamari und das war's. Wir haben keine anderen Aliens, vieles Menschen und vieles einfach unbekannter, hässlicher Aliens, was das so überhaupt nicht mit den Star Wars Filmen in Verbindung bringt. Dann ist die Story der Filme ein bisschen abgesehen von Episode 8, aber ansonsten ist die Story der Filme sowas von Episode 4, 5 und 6 abgekupfert. Ich meine, da ist wieder eine riesige Raumstation, die zerstört werden muss und es ist wieder ein unbekanntes Wesen auf einem Sandplaneten, was dann auf einmal machtsensitiv ist, als ob das nicht Episode 4 wäre. Und es gibt noch so viele weitere Sachen, die mich an den Filmen stören, aber ja, ich finde Episode 7 bis 9 sind wirklich schlechte Star Wars Filme und auch sonst, wenn man es jetzt nicht von der Star Wars-Linse betrachtet, sind sie etwas besser, aber immer noch wirklich keine guten Filme. Deswegen mag ich die wirklich, wirklich nicht. Rogue One und Solo Star Wars Story sind da eine ganz andere Sache, das sind Top-Filme für mich. Bluecraft HD schreibt, gab es im Holonet auch verschiedene Kanäle, so wie bei uns in Deutschland? Wenn ja, gab es auch welche für Kinder? Wie immer, cooles Video. Das ist auch wieder eine sehr trickige Frage, denn sowohl im Kanon wie auch in Legends haben wir jetzt nicht so viele Informationen über das Holonet. Das, was wir aber so erfahren, scheint so, als wäre das Holonet zum einen ein Netzwerk, um Nachrichten zu versenden. Also ein Netzwerk, über das man quasi wie WhatsApp und so kommunizieren kann. Zum anderen wissen wir vor allem in Legends, dass das Holonet auch ein wenig wie das Internet aufgebaut war. Das ist also quasi nur der Star Wars-Name fürs Internet. Da gibt es verschiedene Seiten, die miteinander verbunden sind und ein Netzwerk bilden, ebenso wie im Internet. Was wir aber auch wissen, ist, dass es in Star Wars sowas wie Holodramen, Holobücher,
Holo-Romanzen, Holo-Theaterstücke gab, die man auch von zu Hause gucken konnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, gab es da physische Medien für, sowas wie halt DVDs? Und darüber konnte man dann halt diese Hologrammfilme, Hologrammspiele, was auch immer sehen. Oder gab es da im Holonet Sender und man konnte das halt übers Holonet empfangen? Das ist nicht in allen Quellen so mega klar. Ich habe es mir früher immer so vorgestellt, dass man das halt auch übers Holonet dann quasi empfängt und schaut. Aber mit der Recherche, die ich jetzt so gemacht habe, scheint es so, als würde das nicht immer so stimmen. Also es kann sein, dass es da so verschiedene Kanäle gab, muss aber nicht unbedingt. Das kann ich dir nicht ganz genau beantworten. Erik Ott schreibt, warum sieht man in den Filmen hauptsächlich die Sturmtruppler als Soldaten des Imperiums, obwohl sie in vielen Fällen als die Elite bezeichnet werden? Naja, zum einen ist es ja so, dass die imperialen Armeetruppen sowieso erst nach den Filmen für die Rollenspiele entwickelt wurden und dann weiter ausgearbeitet wurden und in den Filmen waren halt nur die Sturmtrupper die Soldaten des Imperiums. Andererseits ist es jetzt definitiv in den Lore mit übergegangen, dass die imperialen Armeetruppen da sind, aber selbst in Comics und in Videospielen und in Romanen sind meist halt trotzdem einfach die Sturmtruppen die stinknormalen 0815 Soldaten des Imperiums. Was ein bisschen schade ist, ich fände es halt wirklich cool, wenn die Sturmtruppen weiterhin so die Elite-Einheit wäre und man darunter noch so normale Soldaten wie die imperialen Armeetruppen hätte. Aber da gehen nicht viele Werke drauf ein. Ansonsten, wenn man sich die Filme anschaut, sieht man ja, dass man, wenn man das Imperium sieht, meistens eigentlich Abteilungen von Darth Vader sieht. Auf Tatooine sucht Darth Vader nach den Droiden, auf dem Todesstern sieht man natürlich die Elite-Einheiten, ich meine, es war der Todesstern. Auf Hoth stürmt Darth Vader durch die Exekutor das Ganze, also auch wieder Sturmtruppen. Und Endor sollte natürlich jetzt auch beschützt werden vor den Rebellen von Sturmtruppen. Da muss natürlich die Elite sein. Ansonsten folgen wir ja gar keiner Geschichte, wo vielleicht Truppen dabei sein könnten, die nicht unbedingt Elite-Truppen wären. Deswegen müssen da ja Elite-Truppen sein. Deswegen bin ich, um ehrlich zu sein, auch froh, dass wir Solo Star Wars Story haben, denn da sieht man imperiale Armeetruppen. Han Solo ist da ja ein Teil einer imperialen Armeetruppe auf Mimban. Sonst haben wir das in den Filmen noch nie wirklich gesehen. Dann kommen wir zur Frage von Thomas und er schreibt, am Ende von Episode 9 sieht man ja viele Sternzerstörer der Ersten Ordnung, wie die über vielen Planeten zerstört werden. Soll das heißen, dass die ganze Erste Ordnung auf einen Schlag zerstört wurde? Da ist die Quellenlage bisher leider auch etwas schwammig. Der Film suggeriert das natürlich. Und was wir definitiv aus anderen Quellen erfahren ist, dass es durch diese Zerstörung der Xeisten-Sternzerstörer von Palpatine und durch Palpatines Tod überall auf der Galaxis zu Aufständen kam, die teilweise auch stark fruchteten und damit die Erste Ordnung auch einen riesen Schlag erlangt hat. Und über das Buch The Star Wars Book, was mittlerweile noch nicht auf Deutsch erschienen ist, wissen wir auch, dass dann schließlich die Erste Ordnung vernichtet wurde. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, in welchem Zeitraum sich das dann abspielen soll. Ob das jetzt ein paar Tage oder ein paar Jahre sind, die diese Aufstände gedauert haben, um die ganze Erste Ordnung zu zerschlagen, das kann ich dir nicht sagen. Und damit noch die Frage von Bomber HD 2808. Wie würdest du es finden, wenn man Episode 4 bis 6 noch neu mit den neuesten Technikstandards epischer drehen würde? Dabei bleibt die Story die gleiche. Fände ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Dann bräuchten wir ja neue Schauspieler für quasi alle Leute, die da mitgespielt haben. Und darauf habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust auf so Reboots, wie wir das bei Batman gesehen haben, dass alle 2-3 Jahre ein neuer Batman mit einem neuen Schauspieler kommt, mit einer neuen Story, die nicht weitergeführt wird. Da sollte die Energie lieber in Stories gesetzt werden, die neu sind, die uns weiterbringen in der Geschichte und die auch was Neues zeigen. Nochmal eine neue Special Edition aufzusetzen, vielleicht auch nochmal an die Prequels dran zu gehen und da ein paar Effekte noch so ein bisschen zu verbessern, ein paar neue Szenen vielleicht einzufügen, finde ich in Ordnung. Da werden nicht alle Fans von sein, es sind ja auch nicht alle von den Special Editions der Originaltrilogie Fans, aber das fände ich vollkommen in Ordnung, solange halt da der Hauptteil des Filmes noch bestehen bleibt und wir dann 4-5 Szenen mehr haben und die Special Effects überarbeitet wurden, von mir aus gerne, aber das Ganze nochmal neu drehen brauche ich, um ehrlich zu sein, nicht. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich nächsten Montag in meinem nächsten Community-Video beantworten soll, haut sie hier unten in die Kommentare. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.